Ja, herzlich willkommen bei uns im Classic Altstadt Hotel zum Format Zimmergespräche hier im Heinrich-Mann-Zimmer. Bitte tragen Sie mir heute nicht nach, dass meine Stimme etwas krakelt. Aber das kennen wir ja alle. Aber ich wollte mir das nicht entgehen lassen, Sie heute hier bei uns herzlich willkommen zu heißen, Herr Manfred Eickhölder. Ja, Sie sind unter anderem auch Chefredakteur. Kann man so sagen. Ja, von den Lübschen Blätter, die wir so gerne grüne Blätter nennen. Aber Sie sind auch Kulturwissenschaftler. Und Sie sind ja heute hier, weil Sie ja für mich eine Koryphäe auf dem Thema Heinrich Mann sind. Und da gehe ich auch gleich in die vollen. Heinrich Mann ist eigentlich einer meiner Lieblingsmänner, weil er ist ja so ein bisschen, so kommt ja immer so ein bisschen schräg rüber. Und alle sprechen von Thomas und Heinrich ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, immer im Hintergrund. Aber er ist ja eigentlich der interessanteste von den zwei, oder? Wie sehen Sie das? Naja, ich möchte mich da nicht festlegen müssen, weil sie mir eigentlich beide gefallen. Und es ist schon richtig, der Heinrich Mann ist ein bisschen schräge geworden. Das war vor Jahrzehnten noch ganz anders. Er war ja der große Autor der DDR, der Staatspreis der DDR hieß der Heinrich-Mann-Preis. Und in meiner Schulzeit war das noch selbstverständlich, dass man den Untertan gelesen hat. Und eigentlich gehörte auch zum Kanon, seine große Biografie über Henri Quatre zu lesen. Also Heinrich Mann hat mal einen anderen Stellenwert. Ihr habt jetzt im Augenblick gehört, also ich würde mal etwas despektierlich sagen, zur Mischpoke von Thomas Mann. Also er gehört irgendwie mit zur Familie dazu. Und er hat ja auch ein paar eigene Sachen gemacht. Aber er schreibt ja nicht so gut wie Thomas. Und deswegen ist er auch nicht ganz so wichtig. Und so steht er dann vielleicht manchmal nur so in einer Reihe mit Klaus Mann und Erika Mann, weil er gehört halt zur Familie dazu. Und warum das so ist, da rätseln viele darüber, ob es wirklich nur am Schreiben liegt oder ob es vielleicht auch daran liegt, er gehört so zum Restbestand der DDR, da muss man ihn nicht mehr so ganz ernst nehmen. Es gibt viele Wissenschaftler zurzeit, die ihn sehr schätzen aus verschiedenen Gründen, aber er ist eben nicht populär. Heinrich Mann und die Literatur. Also ich finde Professor Unrat, oder ich glaube im Original hieß es noch anders, bin mir jetzt nicht mehr sicher, das beschreibt ja Lübeck ja auch und das Leben auf dem Kantoneum. Und ja, das finde ich eigentlich spannend. Ist es denn wirklich so, dass der Heinrich Mann der schlechtere Schreiber war? Das kommt immer darauf an, wenn man aus einer späteren Zeit Autoren liest, dann hat man ja einen Geschmack, der sich eben in der Gegenwart gebildet hat. Und die gegenwärtige Literatur ist so beschaffen, dass beide Brüder aus einer anderen Zeit stammen und Thomas Mann ist einfach jetzt der Gefälligere. Er ist auch in vielerlei Hinsicht ein interessanter Autor aufgrund seiner geistigen Orientierung. Und bei Heinrich Mann ist es so, dass er in der Zeit, schon als er geschrieben hat, immer Schwierigkeiten hatte, ein Publikum zu finden. Aber das war ihm egal. Ihm war es immer wichtig, dass er so schreibt, wie ihm gerade der Schnabel gewachsen ist. Und er wollte auf gar keinen Fall Rücksicht nehmen auf irgendeine Art von Publikumsgeschmack. Und so musste er damals damit leben, dass er nicht besonders populär war. Und heute ist er auch noch nicht besonders populär. Aber es hat Zeiten gegeben, wo man ihm eine große Verehrung entgegengebracht hat. Gerade weil er zum Beispiel ein satirischer Autor ist. Das ist etwas, was Thomas Mann gar nicht ist. Satirisch. Das setzt voraus, dass man verletzt ist und dass man den Finger irgendwo hineinlegen will, in eine Wunde. Und bei Heinrich Mann war das ganz klar. Die Zustände Deutschlands haben ihm wehgetan. Und viele Menschen, die er erlebt hat, die militaristisch waren, die ausgerichtet waren gegen das Zivile, gegen das Menschliche, die müssen ihm, also sagen wir mal so, ja, die müssen ihn körperlich verletzt haben. Und darauf hat er
mit Schärfe reagiert. Ich weiß, Sie führen ja auch oft die Gäste durch unsere schöne Stadt, auch zu den verschiedenen Begegnungsorten, wo Heinrich Mann auch in Verbindung so steht, also Theater, unsere ehemalige Sperrbezirk, die Clemensstraße. Und was würden Sie denn eigentlich den Lübecker Gästen jetzt mal empfehlen, wo sie besonders nochmal nachhaken sollten bei Heinrich? Naja, das Erste ist natürlich, wir kennen den Roman Professor Unrat als der blaue Engel. So wurde er ja 1930 ins Kino gebracht, der Blaue Engel. Der Blaue Engel ist ja eigentlich ein Gasthof unten am Hafen. Eine Kaschemme würde man nicht sagen, aber es ist eben ein Belustigungsort für einfache Leute. Und da gibt es Abendunterhaltung, aber gleichzeitig gibt es auch ein Bordell. Das geht so ineinander über. Und in Heinrich Manns Roman ist es eben auch ein Ort, wo sich Hafenarbeiter, wo sich Proleten, Proletarier treffen. Aber trotzdem ist es ein Ort, wo die Menschen eben halt auch das Herz auf dem rechten Fleck haben oder nicht. Und das ist schon etwas, der Blaue Engel oder als Roman heißt er ja Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen. Das ist ein Roman, mit dem kann man gut einsteigen. Also ich sage mal ganz herzliches Dankeschön. Und so schließt sich ja der Kreis. Sie hatten eben angesprochen, dass dieser Bereich Fischergrube, Theater gegenüber und an der Ecke ist ja unsere Clemensstraße und dann ja auch der Hafen. Früher war es eben halt so ein bisschen dieses Milieu, Seefahrerviertel, Bordell. Wir hatten ja auch das Thema schon Badehaus, Bordell, so Boutique-Hotel, das Classic Altstadt-Hotel. Sagt ganz, ganz herzlichen Dankeschön und wir freuen uns auf weitere schlüpfrige Geschichten demnächst mal über Heinrich Mann. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.